Hast du Tinder? Wie soll ich Typ anschreiben? Will ich darüber reden? Weiß ich nicht. Und dann hatten wir auch jeden Tag Polizei vor der Tür und so. Die war auch vor Gericht und mit ihren Eltern und so. Das war richtig heftig. Ich bin so ein Freak, was das angeht. Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu diesem neuen Video. Und zwar habe ich Nahim dabei. Ja, was geht? Ihr könnt gerne auf seinem Kanal vorbeischauen. Wir haben gerade schon zwei Videos. Boah, wir haben zwei echt krasse Folgen gedreht. Wir haben echt krasse Videos gedreht. Folgen. Ja, die waren echt cool. So, wir haben auf jeden Fall den ganzen Tag noch nichts gegessen. Deswegen gibt es hier jetzt Pizza. Wir essen einfach und quatschen über ein paar Themen. Meine Community hat ein paar Fragen gestellt, beziehungsweise ein paar Themen, über die wir reden können. Du kannst aber auch sonst einfach deine Lebensgeschichte erzählen, wenn du möchtest. Meine Lebensgeschichte? Meinst du, es interessiert Leute? Ja, natürlich. Du kannst über alles Mögliche reden. Was willst du denn hören? Hast du Tinder? Nee. Hast du Tinder? Nein. Schreibst du Frauen an? Nee. So? Das Ding ist, ich hab's früher gemacht, aber ich sag dir ehrlich, jetzt so wegen Social Media und so, da geht das, das geht direkt rum, weißt du? Du meinst, die schicken das dann rum? Ja, ja. Aber wie lernst du Frauen kennen? Gar nicht. Nö, mit Frauen habe ich nichts zu tun. Nein, also sie schreiben mich an, ne? So halt. Oder face to face ist halt immer besser. Ach so, einer bist du, der sich anschreiben lässt. Ist das schlimm? Nein. Nein? Du lässt dich auch safe auch anschreiben. Ja? Ja, guck, also, schreibst du Männer an? Nein. Ja, cool. Aber findest du das nicht unattraktiv, wenn eine Frau einen Mann anschafft? Oder denkst du dir, nee, das ist, wir leben im 21. Jahrhundert, chillig, es kann kommt, man machen. Es kommt drauf an. Das Ding ist, Frauen schreiben einen ja auch nicht richtig an, sondern es ist dann dieses aufs Story reagieren zum Beispiel. Ey? Du hast dann so Flammen oder sowas. Und auf das und dann, wenn die mir dann gefällt, dann kann man ja zurückschreiben, weißt du? Was schreibst du dann zurück? Schreibe ich so, mache ich so diesen Smiley, diesen... Und dann kommen schon die nächsten Nachrichten, so, weißt du? Selbstläufer dann. Ja. Ja, erzähl mal, du musst meiner Community Tipps geben, wie sie dich anschreiben sollen. Ach, wie sie mich anschreiben sollen? Ja, klar. Am besten direkt sein, so, hey, kann man dich kennenlernen oder so. Aber ey, welcher Typ will nicht so angeschrieben werden? Eine Frau, die einem gefällt und die schreibt dann, hey, kann man dich kennenlernen. Ist doch top. Hey, ich würde das irgendwie voll strange finden. Warum? Warte, wie machen dich denn Typen klar? Wie soll dich Typen anschreiben? Gar nicht. Ich bin voll schlecht im Schreiben. So richtig schlecht. Weil ich einfach... Ich finde, wenn man sich noch nicht persönlich getroffen hat, dann ist es so voll schwer, dass man Interesse hat. Ja. Und wenn ich kein Interesse habe, dann habe ich keinen Bock zu schreiben, ne? Ja, safe, kenne ich aber auch, ja, safe. Ja, und dann ist es halt voll schwer, weil der kann gar nichts Richtiges schreiben. Ja. Außer er ist irgendwie witzig, also weißt du so, dass er auf eine Story reagiert, aber nicht so irgendein Anmachspruch, weißt du? So auf witzig angelehnt, aber ist überhaupt nicht witzig. Aber wie lernst du den Typen allgemein kennen? Mein liebes Leben läuft rückwärts. Lisa sitzt da hinten und Lisa kennt ja mein liebes Leben. Ja, Lisa weiß alles. Und sie muss gerade auch richtig lachen. Ist das wirklich so? Also das hast du gut ausgedrückt mit dem rückwärts. So heftig. Weil du keinen Bock hast oder weil... Nee, guck mal, ich bin... Ist auch witzig. Ich sag, ich bin ein Beziehungsmensch, bin aber seit fast 4 Jahren Single. Aber du hattest eine lange Beziehung. Ich hatte eine sehr, sehr lange Beziehung. Das Ding ist aber, es passt einfach meistens nicht. Ja. Also weißt du, dann bin ich lieber Single und ich arbeite viel und dann ist es nochmal... So übelst schwer, jemanden zu finden, der das auch versteht. Voll. Vor allem mit den Arbeitszeiten halt auch. Dann verengt sich der Kreis nochmal und dann... Das Ding ist, ich denke mir so, okay, wenn ich eine Beziehung eingehe, dann muss es sich auch lohnen, weißt du? Ich kann nicht mit irgendeiner Person einfach so eine Beziehung eingehen. Also es muss sich so gut ergänzen, dass ich sage, okay, das macht Sinn. Ja, weil das Ziel ist ja eigentlich so, dass man mit der Person zusammen bleibt. Also weißt du, so für immer eigentlich. Weil ansonsten braucht man ja keine Beziehung, wenn man das nicht sieht. Ja, und ich hatte so die Erfahrung gemacht, dass Beziehungen immer so toxisch waren irgendwie so. Was meinst du? Keine Ahnung. Es war für dich toxisch? Ja, oder? Ja. Seit wann bist du Single? 3 Jahre oder so. Also ich hatte auch nur eine Beziehung. Und was ist da passiert? Also die Beziehung war sogar öffentlich, ne? Das war jetzt eigentlich sogar heftig, weil wir hatten wirklich, also die Beziehung war sogar öffentlich. Ah, okay. Und das war so eine ganz kranke Story. Machst du auch was auf Social Media, oder? Nee, das war so eine ganz kranke Story, so. Mit sie ist von ihren Eltern abgehauen und so. Richtig, richtig heavy. Das hat mich auch auf YouTube. War damals voll gehypt auch. Ich hab das auf YouTube veröffentlicht? Mhm. Jetzt musst du erzählen, jetzt will ich die Story auch wissen. Will ich darüber reden? Weiß ich nicht. Ne, sie ist halt Serbin und ich bin, wie du siehst, halb schwarz. Was? Mhm. Boah. Das haben ihre Eltern halt nicht so gefeiert. Und ihre Eltern wollten, dass sie gar nichts mehr mit mir zu tun hat und so. Und da hatten die immer Streit und so, dies und das. Und dann wurde ihr auch alles weggenommen und das war halt ein kompletter Film. Und dann irgendwann musste sie sich halt entscheiden und dann ist sie zu mir abgehauen. Wie alt war sie da? Da war sie noch minderjährig, 17. Das heißt, sie muss bei ihren Eltern quasi bleiben. Okay. Und dann hatten wir auch jeden Tag Polizei vor der Tür und so. Aber weil sie ja trotzdem selbst bestimmen darf, musste sie dann in den Zug quasi einsteigen. Durfte dann aber eine Station später wieder aussteigen. Und zwar jeden Tag so. Hä? Ja. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, ist in Deutschland so. Die Eltern sagen jetzt zum Beispiel nachts,
darf sie nicht alleine draußen bleiben, aber am Tag darf sie. Das heißt, sie haben dann ihr immer gesagt, okay, du musst jetzt in den Zug einsteigen, aber trotzdem durfte sie ja, weil sie ist ja ein freier Mensch. Hä, krass. Wir haben uns dann auch so krass auseinandergelebt und sowas. Okay. Und dann hat es nicht mehr gepasst. Aber hast du nicht öffentlich dann gemacht, warum ihr euch getrennt habt? Nö. Sondern nur, dass ihr euch getrennt habt? Nö, es war auch immer so ein ewiges Hin und Her. Also wir haben uns nie richtig getrennt, so. Aber so... Also, so on off. Ja, die war auch vor Gericht und mit ihren Eltern und so, also richtig heftig. Was war denn mit deinem Ex? Also guck, wir waren 5 Jahre zusammen und dann waren auch 2 Jahre so on off und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist so viel passiert. Guck, ich komme aus einer kleinen Stadt und ich wollte immer in eine Großstadt ziehen und so mein Ding machen, selbstständig sein und auch mal alleine sein, Single sein, weil ich finde, es ist wichtig, dass man halt in seinem Leben einfach mal alleine war und alleine zurechtkommt. Mhm. Weil ansonsten kann man gar nicht sagen, ob das die richtige Person ist oder nicht. Ja, also war das zum Schluss dann eigentlich so der Haupttrennungsgrund war dann, weil ich nach Köln gezogen bin, weil ich das halt alleine machen will. Hast du dann Schluss gemacht oder ja? Ich habe dann Schluss gemacht. Wirklich? Also hast du wirklich Schluss gemacht oder? Ja, ich hätte kein Problem damit, wenn er Schluss gemacht hat. Ist auch in Ordnung. Ich würde dir ja trotzdem sagen, ich habe Schluss gemacht. Also nee. Auch schon öfters das gehört. Nee, wir verstehen uns auch immer noch gut. Wenn irgendwas ist, dann weiß ich könnte ihn anrufen und wir reden dann trotzdem drüber. Also weißt du, es ist alles cool und es gibt keine Probleme. Das ist bei uns aber auch so. Ja? Also kein Stress, kein böses Blut. Du bist ja gar nicht, doch, du bist schon älter, ne? Du bist jetzt auch an die 30 fast, glaube ich, ne? Oder? Spaß. Einfach Herz gebracht. Das war ein Spaß. Ja, 25. 25? Mhm. Krass. Und das ich hätte jetzt jünger gedacht. An die 30 fast, glaube ich, ne? Was bist du für ein Sternzeichen? Fisch. Ist das gut? Fisch und Steinbock passt super. Steinbock? Ich bin Steinbock. Wenn man googelt, welche Sternzeichen passt zusammen, kommt als erstes Fisch und Steinbock. Aber. Ja, das weiß ich, weil Freunde von mir, die verheiratet sind, sind Fisch und Steinbock. Glaubt ihr an sowas, Sternzeichen? Ich glaube, dass, also nicht 100%, ich glaube, man kann das nicht auf jeden so 100% beziehen, aber ich glaube an der Tendenz. So, das ist schon... Tendenz. Ich merke das schon, also ich bin auch Steinbock. Und ich merke, dass viele Steinböcke sehr ähnlich sind. Wie sind denn Steinböcke drauf? Kennst du dich gar nicht aus mit Sternzeichen? Doch, ein bisschen. Weißt du gar nichts über Steinböcke? Bei Fisch weiß ich, dass, also bei mir ist es so, ich bin sehr einfühlsam und sowas, ne? Mhm. Das ist alles bei Fisch, glaube ich. Ja, was sagt man sonst noch über Steinböcke? Ehrgeizig, dann so nach außen hin sehr gefühlskalt, sehr loyal. Das waren eigentlich so die drei Hauptdinge. Mhm. Also. Schneidest du deine Videos eigentlich? Ich habe es lange gemacht und jetzt seit kurzem... seit ein paar Monaten einfach. seit ein paar Monaten habe ich jetzt einen Cutter, wo ich sehr, sehr happy bin. Weil ich bin so übelst anstrengend, was meine Videos angeht. Was zahlst du dem? Sag ich nicht. Kannst auch sagen. Also, ja, aber nicht im Video. Ungefähr. Die Leute wollen. Prozentuellen Anteil. Prozentuell, okay. Ja. So habe ich es am Anfang auch gemacht. Ja? Aber irgendwann rechnet sich das dann halt nicht mehr. Ne? So am Anfang geht es, aber dann muss man halt gucken. Aber man will ja auch zusammenwachsen, ne? Also ich bin der Meinung, wenn ich mehr verdiene, dann will ich auch, dass mein Team mehr verdient. Aber also, weil die sollen ja es geht halt bis zu einem gewissen Punkt, ne? Mit den ersten Leuten, mit denen man startet, aber irgendwann geht es halt nicht mehr. Ja, klar. Wenn Leute später dazukommen, ist ja nochmal was anderes. Ja, wir haben auch so ein Cutter-Problem, Alter. Das ist schlimm, gell? Ja. Das ist richtig schlimm, weil Cutter zu finden ist... Katastrophe. Ja, manchmal so viel Material, aber Cutter sind... Vor allem, ich hab auch so spezielle Anforderungen. Also ich bin so ein Freak, was das angeht. Ja. Ich bin so ein richtiger Perfektionist, das ist so schlimm. Ja, sag mir das mal. Ich hatte so viele Cutter, habe ich alle nach einem Monat, also ich bin ausgelastet. Ja, ich krieg auch richtig schlechte Laune. Ja, also, ich auch. Ich habe keinen Bock, zu erklären, weil ich mir denke, hä, wenn du das selber nicht siehst, dann brauchen wir gar nicht zusammenarbeiten, weil du checkst es anscheinend nicht. Und dann bin ich so genervt, dass ich es einfach selber mache. Ja, das bin ich, wenn ich einen Cutter habe eigentlich. Aber, Luca... Ich bin sehr zufrieden mit dir und ich bin sehr froh, dass ich dich habe. Luca, bester Mann. Thank you very much! Worüber bist du in deinem Leben am meisten dankbar? Am meisten? Also ich bin erstmal über sehr viele Dinge dankbar. Ja, schon über meine Family. Aber allgemein so auch in der Position, wo ich bin und alles, was ich so mache, was ich will eigentlich. Hm. Und so mein Hobby zum Beruf gemacht habe und all diese ganzen Geschichten. Worüber bist du denn am meisten dankbar? Meine Mama. Also meine Mama ist eine sehr starke Frau, die mir sehr viel beigebracht hat. Und ich wäre jetzt nicht da, wo ich wäre, ohne meine Mama. Das heißt, den ganzen Erfolg, den ich habe, dass ich immer
so zielstrebig und ehrgeizig bin. Das hat mir meine Mama beigebracht. Und auch, dass ich so unabhängig bin und alles von meiner Mama. Und deswegen war sie der Auslöser für das Ganze. Wie hat sie dir das beigebracht? Zum Beispiel hat sie mir nicht Sachen einfach so gekauft. Also sie hat mir auch beigebracht, mit Geld umzugehen. Mhm. Sie hat zum Beispiel gesagt, du hast Summe X, das ist dein Taschengeld. Und wenn das weg war, dann habe ich auch keine 5 Euro bekommen, um ins Kino zu gehen. Oder dann zum Beispiel, ich wollte unbedingt so Nike-Schuhe haben. Die haben, ich glaube, 120 Euro gekostet. Und ich habe meine Mama angebettelt. Ich so, bitte, bitte, ich will die unbedingt haben. Sie so, bei Deichmann kosten Schuhe 20 Euro. Hier hast du 20 Euro. Der Rest musst du selber gucken. Meine Mama ist genauso. Ohne Dann habe ich, in dem Laden, wo es die Schuhe gab, habe ich eine Woche lang gearbeitet, habe ein Praktikum gemacht, dann habe ich so 40 Euro Gutschein bekommen, dann habe ich meiner Mama noch bei Steuern geholfen, habe sortiert und so, habe da nochmal Geld bekommen, dann habe ich so die Fliesen, diese Zwischendingsis geputzt, habe ich da nochmal Geld bekommen, also ich habe es mir halt richtig verdient. Ja, geil. Also so hat meine Mama mich erzogen. So, wenn du was haben willst, dann musst du arbeiten dafür. Ja, ja, ist stark, ist richtig stark. Ich merke es auch gerade bei meiner kleinen Schwester, wie meine Eltern sie erziehen, das finde ich voll gut. Weil es gibt so Eltern, kennst du Eltern, die den Kindern wirklich alles vorschreiben? Ich glaube, das ist so nicht... Ja, dass sie halt nicht mehr so eigenständig sind dann, ja, gell? Das merke ich bei einigen, die so überhaupt nicht selbstständig sind, wo die Eltern wirklich sagen, du machst das, du machst das, du machst das. Und ich sehe bei meiner Schwester, wie viel Freiraum sie hat. So, ihr Wort hat voll Gewicht, so. Und sie ist 2, weißt du? Und jetzt ist sie schon so voll mit dabei, so. Und ich glaube, dass meine Eltern mich einfach genauso erzogen haben. Deswegen bin ich auch so, dass ich Sachen auch unbedingt selbst entscheiden will. Und ja, so, weißt du? Ja. Und so. Ich habe so voll meinen eigenen Kopf manchmal. Meine Mom hat mir auch erzählt, als ich klein war, hat sie damit schon angefangen und hat halt gefragt, so beim Frühstück zum Beispiel, willst du Nutella oder Marmelade? Ja, das sind so kleine Sachen. Genau, und wenn ich gesagt habe, so, ich weiß nicht, dann sie so, nein. Du musst jetzt sagen, was du willst. Und ich so, ja, okay, dann will ich das. Und dann habe ich das bekommen. Also, das, weißt du, so Entscheidungen treffen und sowas. Aber voll krass, also dass es so früh auch schon anfängt. Und vor allem, wenn du als Kind auch weißt, dass das, was ich sage, hat Gewicht, weißt du? Ja, so dass deine Mama dich so auch respektiert. Ja, ja. Also, weißt du, so was du sagst und was deine Meinung ist. Finden die meisten Männer eher introvertiert oder extrovertierte Mädels attraktiver? Also, ich persönlich würde sagen, extrovertiert finde ich besser, würde ich sagen. Also ich mag das, wenn die Frau wirklich auch Frau ist und auch für sich selbst reden kann. Ja, okay, aber was heißt Frau auch Frau? Jeder eine andere Definition. Ja, aber guck mal, es gibt Frauen, die sind wirklich so, sie trauen sich nicht mal selbst ans Telefon zu gehen. Also weißt du, so, also weißt du, was ich meine? So schüchtern, so Mäuschen. Ja. Mäuschen. Finde ich auch süß, aber ich find's noch viel besser, wenn die Frau auch selbst so richtig Frau ist, so richtig selbstständig einfach. Ja. Und Kollegen würden, ich glaube, die würden es gleich sagen. Bei manchen genau andersrum. Die wollen eher so eine Introvertierte und dann kommt dieser Schutzmodus, so, weißt du? Ja, oder? Meine Kleine und so. Ja, genau. Ja. Weil das höre ich eigentlich öfter. Und ich glaube, das ist auch das Problem bei uns Steinbockfrauen. Aber ist wirklich so, weil die meisten Männer wollen eine Frau, die halt so Hilfe braucht, sag ich mal. Ja. Und wenn du keine Frau bist, die Hilfe braucht, dann ist es halt schwierig, da irgendwie einen Mann zu finden, der so viel Selbstbewusstsein hat, dass er halt nicht die Beschützerrolle spielen muss, weil er sich ansonsten nicht männlich fühlt. Ja. Und ist halt schon eher selten. Ja, und die Beziehungen sind dann aber auch meistens toxisch. So, das ist dann so, weißt du, so... Ich kenne tatsächlich aber auch nicht viele Beziehungen, die nicht toxisch sind. Also jetzt mal ehrlich, das ist auch schade, eigentlich sollte auch eine Beziehung da sein, um sich gegenseitig zu ergänzen, so, weißt du? Ja, so ein Team sein, ja, halt. Safe. Sich gegenseitig besser machen. Safe. Aber keine Ahnung, ich habe das Gefühl, manche führen einfach nur eine Beziehung, um nicht alleine zu sein. Ja. Findest du, dass wir in einer Wegwerfgesellschaft leben, auch in Hinsicht auf Beziehung? Ja, schon. Wenn man nicht glücklich ist in einer Beziehung, sollte man sich sofort trennen? Kommt auch an, aber man kann ja auch dran arbeiten. Also, wie definiert man das denn? Also, es muss ja irgendeinen Grund dafür geben. Wenn es jetzt allgemein nicht passt, dann weg. Ja, aber dann wärst du ja gar nicht mit der Person zusammen, wenn es allgemein nicht passt. Deswegen gibt es dann ja irgendeinen Grund, so was weiß ich, keine Ahnung, Sex läuft scheiße, dann redet man drüber oder so. Ja, aber es gibt auch voll viele Menschen, die halt sagen, ja, wenn man nicht mehr glücklich ist oder wenn man sich zu anderen hingezogen fühlt, keine Ahnung, dann macht man halt Schluss. Ja, ist auf jeden Fall besser, als dann fremd zu gehen. Ja, das ist ja wieder ein anderes Thema. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass wenn man lange zusammen ist, sagen wir mal, keine Ahnung, 10 Jahre, dann irgendwann kommt der Punkt, wo man Interesse an anderen auch hat. Meinst Findest du? Du nicht? Keine Ahnung, ich war noch nie 10 Jahre mit jemandem zusammen. Aber ich denke mir halt, wenn man eine lange Zeit zusammen ist, dann kann es sein, dass so ein Gefühl aufkommt. Und ich finde es halt dann wichtiger, dass man das mit seinem Partner halt bespricht und drüber redet. Aber würdest du dann Schluss machen, wenn du jetzt ja, merkst, nein, du, eben hast, nicht. Du hast Interesse an anderen? Nein, eben nicht. Ich würde halt versuchen, mit meinem Partner darüber zu reden. Also, meine Vorstellung von einer perfekten Beziehung ist, dass man ein Team ist und dass man über alles reden kann. Weil wenn man das nicht kann, dann
ist halt schwierig. Ja. Also weißt du, so, du kannst ja die kleinsten Probleme kannst du ja nicht meistern, weil du dich nicht traust, irgendwas zu sagen oder so. Ja, ja. Ich glaube halt einfach, dass sowas sein kann und dass die meisten Menschen fremdgehen, weil sie sich halt schämen dafür oder halt Schluss machen, weil sie denken, ja okay, dann passt halt einfach nicht mehr, weil ich fühle mich jetzt von jemand anderem angezogen. Und ich glaube, es kann vorkommen, aber man muss halt dann einfach drüber reden und halt nicht schwach werden, weil es einfach nur ein Gefühl ist, was einfach mal kommen kann. Ich weiß nicht, wie es bei Frauen ist, aber so, ich weiß, dass bei Kollegen, der Grund, warum man fremd geht, ist halt wirklich so nach dem Motto, also du nimmst halt jede mit. Also da ist eine Chance und da kommt eine, jetzt mal angenommen, ein Kollege ist im Club und da kommt eine, die ist fresh und die macht den dann an. Dann denkt er sich ja, die Chance muss ich ergreifen. Denkst du, das ist der Grund, warum Männer fremd gehen? Einfach weil die nichts verpassen wollen? Ja. Echt? Ja. Ja, aber dann bedeutet das ja, dass kein Mann so richtig treu sein kann. Das ist ja nicht bei jedem Mann so. Also ich bin auf jeden Fall nicht so. Schreib mir Spaß. Ja, also, ich hab sie schon verstanden. Ich zieh dich nur auf. Ich bin müde, ich habe 2 Stunden geschlafen. Okay. Okay, also schaut auf jeden Fall bei Nahim vorbei und ich fahre jetzt. 2 richtig krasse Folgen gedreht. Ja, ich fahre jetzt noch mit Lisa 3 Stunden nach Berlin. Oh. Was geht ab? Tschüssi, willst du noch was sagen? Willst du noch Eigenpromo machen? Nö. Dann willst du meinen Girls noch irgendwas sagen? Check, wie sollen check die dich Jenny ab? Auf Instagram, check Jenny auf Twitch. Twitch machst du jetzt auch aktiv, ne? Ja. Sehr geil, check Lisa ab. Und, Lisa ist ab jetzt öffentlich. Nein, nein, nein. Willst du noch sagen, wie sie dich anschreiben sollen? Mich anschreiben? Ah ja, das war, hi, kann man dich kennenlernen? Genau, einfach so. Einfach so anschreiben, dann habt ihr mich direkt. Okay, dann. Bis dann, tschüss. I thought that we had something special. I thought I handled this so well. I know we had the right intentions, but somehow it came to an end.